Ja, servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Stück deutsches Kulturgut mitgebracht. Und zwar ist das der Film Run, Virgin, Run. Ja, man sollte vielleicht meinen, dass das ein englischer oder amerikanischer Film ist. Ist es aber nicht. Und das ist auch nicht der Originaltitel, sondern der Originaltitel lautet, ja, nicht Renn, Jungfrau, renn, sondern er hat einen deutlich ansprechenderen und vor allen Dingen intelligenteren, fast schon intellektuellen Titel. Der Film heißt nämlich im Original Die Jungfrauen von Bumshausen. Ja, vermarktet wurde er auch unter Betthupferl in Oberbayern. Ja, und da sehen wir auch schon, was uns hier erwartet. Ich habe keine Ahnung, wie viele Brüste uns in diesem Mediabook entgegenspringen. Ich hoffe mal, es hält sich in Grenzen, ansonsten müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Der Film ist seit dem 30. August 2022 in verschiedenen Mediabook-Versionen von Cine Strange Extreme im Rahmen ihrer Bahnhofskinoreihe erschienen. Als da wären Cover A, ja, auch nicht schlecht, schaut ganz gut aus, oder? Dann haben wir noch Cover B, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Und dann gibt es noch Cover D. Ja, da hat man dann mehr so auf den Bonusfilm Cinema Perverso Wert gelegt. Und dann haben wir hier das auf dem Tisch liegen, das ist Cover C. Das ist limitiert auf sage und schreibe 50 Stück. Ja, also wenn ihr das haben wollt, müsst ihr schnell sein, ansonsten sind die schnell weg. Ja, wobei, man weiß es nicht, man weiß es wirklich nicht. Also auf jeden Fall eine geile Sache. Ja, Bahnhofskino, Run, Virgin, Run, die Jungfrauen von Bumshausen, packen wir's mal aus, gell? Schauen wir uns mal an, wie das Ganze von innen aussieht. Ja, wir packen das Mediabook jetzt einfach mal aus. Ich schneide es mal hier der Länge nach auf. Und wie gesagt, ich hoffe, uns hüpfen hier nicht zu viele pralle Euter entgegen. Es ist einfach, das ist ein, ja, ich weiß, ich weiß. Aber hey, hier mag das ein oder andere Wortspiel durchaus angebracht sein, weil wenn wir uns das hier hinten mal durchlesen, das ja alleine hier die Inhaltsangabe. In diesen Filmen sehen Sie Ärsche, Titten und Bärchen, die weder aus der Steifproduktion stammen, noch etwas mit Gummi zu tun haben. Ja, ich lasse das mal so stehen. So, wir haben hier oben eine junge Dame, die sich glücklicherweise bereits ihre Brüste zuhält, so dass wir das nicht machen müssen. Das Bild hier unten drauf, das ist ebenfalls, ist uns mit Spottlack veredelt, genau wie der Schriftzug Bahnhofskino, die junge Dame hier oben und halt das Bild hier unten. Bis auf den Titel Run, Virgin, Run haben wir hier eine Spottlack-Veredelung. Wir haben unten den Hinweis 95 Minuten HD-Tonfilm in Farbe. Ja, geil, aber gut, das steht bei den Bahnhofskinofilmen immer drauf. So, da sind wir uns schon Nummer 6 in der Reihe Bahnhofskino und ich muss sagen, das ist immer wieder für eine Überraschung gut. Auf dem Spine haben wir glücklicherweise den Originaltitel draufstehen, Die Jungfrauen von Bumshausen, weil ganz ehrlich, ein Film, der Run, Virgin, Run heißt, den würde ich mir ungern in die Sammlung stellen, aber hier, Die Jungfrauen von Bumshausen, da sieht die Sache anders aus. Hinten drauf haben wir dann auch noch mal ein Spottlack-veredeltes Szenebild, ein Meilenstein des erotischen Filmlustspiels. Ja, Filmlustspiel. Ich glaube, das ist auch sowas, das haben nur die Deutschen gemacht. Filmlustspiele, die anderen haben einfach Komödien gedreht. Aber ja, gut. Dann haben wir hier eine Inhaltsangabe und ich halt das mal rein, drückt mal auf Pause, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, was hier steht. Das ist einfach nur geil. So, dann haben wir hier noch ein paar Bilder aus dem Film. Ich denke, das ist zu klein. Da wird man wohl nicht bemängeln, dass man da was sieht. Dann haben wir hier den Hinweis, es handelt sich um eine DVD-Blu-ray-Kombi. Packung, das heißt, hier ist alles drin. Das heißt, wenn ihr kleinen Leute zu Hause nur einen DVD-Player habt und trotzdem Spaß an diesem Film habt und das Mediabook haben wollt, könnt ihr euch das holen, weil hier ist auch die DVD drin. Ihr kleinen Leute, ich meine jetzt alle, ja, auch große Leute. Ich wollte was anderes sagen, aber das lasse ich mir jetzt einfach mal, verkneife ich mir. Hier haben wir das Bonusmaterial und
Ein Booklet von Dr. Martin Schmidt und Christoph N. Kellerbach. Allein das ist schon eine Sache, wo ich sage, jawohl, da erwartet uns richtig was. Und der Bonusfilm, die Dokumentation Cinema Perverso, die wunderbare und kaputte Welt des Bahnhofskinos. Das alleine ist schon ein weiterer Kaufgrund für dieses Produkt, muss ich sagen. Das heißt, wir haben hier auch noch eine Dokumentation. So, jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig rein und hoffe, dass hier nichts... Doch, ja, hier haben wir schon die, ich hab's befürchtet. So, wir haben vorne die, was ist es, ich habe jetzt nur eine Hand, das ist ein bisschen kompliziert, ich will ja auch nicht draufpacken, ist das jetzt die DVD oder die, ja, hier ist es, die Blu-ray, es ist hier so in den Maßkrug reingefallen und das heißt, wir haben dann auf der Rückseite, wie soll ich das denn jetzt machen, haben wir, die DVD drin liegen und, oh nein, 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 ah, das ist das gleiche Bild wie vorne, geht noch. So, da haben wir die beiden im Fass und das sieht aber aus wie die die reguläre, also die Reihe Cine Strange Extreme, also die Repack-Reihe, die haben auch diese weißen, allerdings ohne Bild, CDs mit drin. So, wir haben also diesen farbigen Innendruck. Von der Junge. Das ist kein Nippel, ja, das ist ein Klebenöppel. So, und ich muss jetzt wirklich mal gucken. So, dann haben wir hier vorne noch eine Dame, die sich leider keine Kleidung leisten kann. Ebenfalls farbig. So, ich fummel jetzt mal die CD wieder rein. Es ist geil, es ist einfach nur geil. Wieso packe ich sowas hier aus? Ich weiß doch, was passiert. Im Zweifel machen wir halt eine 18er Freigabe drauf. So, die Jungfrauen von Bomshausen von Dr. Martin Schmidt. So, vielleicht interessiert es den einen, ach, das darf doch nicht wahr sein. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ja, das ist ja tatsächlich ein Stück deutsches Kulturgut. So, wir haben hier übrigens nochmal die gleiche Dame, die auch vorne drin ist und sie hat leider genauso wenig an. Ja, hier, Vöglershausen. Es ist einfach geil. Solche, habt ihr das nicht früher auch geguckt? Hier diese Lederhosenfilme, da gab es ja ganz viele. RTL hat damals den Freitagabend damit gefüllt. Naja, gut. Wir blättern jetzt einfach mal durch. Also wir haben hier gutes Papier und das ist auch wie immer hier vernäht. Also Cine Strange Extreme vernäht ja die Media Books. Und ja, wunderbar. Hier sind noch ein paar Szenebilder auf zwei Seiten. Ja, und hier geht's weiter. Hier haben wir einen Exkurs. Wer das aufmerksam gelesen hat und den Film selbst nicht kennt, wird sich jetzt einige Fragen stellen. Ja, ich habe auch einige Fragen, aber ich denke, da muss ich mir den Film für angucken. Also das Verhältnis von Bild zu Text ist hier auf jeden Fall wie bei Cine Strange Extreme. Ich bin ein bisschen aus der Fassung. Wie bei Cine Strange Extreme immer sehr hochwertig, also sehr gut ausgefallen. Wenig Bilder, viel Text. Und die Bilder, die drin sind, das ist, gut, jetzt waren ein paar Szenen aus dem Film, aber hier haben wir jetzt zum Beispiel die einzelnen Filmplakate und sowas. Das ist etwas, wo ich sage, das macht Spaß. Hier ran, Virgin ran, da haben wir dann, das scheint ein altes Kino-Aushangfoto zu sein. Hier weitere Filmplakate. Ich finde das richtig gut. Hier ist dann auch nochmal der Alternativtitel Betthupferl in Oberbayern, hatte ich ja eben schon genannt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Mediabooks von Cine Strange Extreme gehören für mich zu den absoluten Favoriten. Ja, das haben wir jetzt halbwegs. Ach, da, die ist ja angezogen. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? So, hier, wenn ich die Hand so ein bisschen hinhalte, sieht man nichts. Der Film wurde übrigens gedreht von Regisseur Hans Billian. So, der hat auch den ersten Lass Jucken Kumpel gedreht. Ich weiß nicht, ob da noch andere Lass Jucken Kumpel Filme auch von ihm sind. Und später hat er dann gesagt, Mensch, hier, das ist mir alles nicht hardcore genug, mach mal was Richtiges. Dann hat er aber auch Stress mit Theresa Orlowski, beziehungsweise mit ihrem Mann. Und ja, danach war es ein bisschen schwierig für ihn. So, dann haben wir hier von Christoph N. Kellerbach noch ein Buchteil zu Cinema Perverso. Ich hoffe mal hier dürfte ja eigentlich nicht mehr so viel kommen. Da hier, das ist aus Ich, ein Groupie mit Ingrid Steger. Auch ein Meilenstein des deutschen Kinos.
Ja, toll. Also, wir haben also zwei Filme, beziehungsweise einen Film und eine Dokumentation und ein Booklet, das sich mit beiden auseinandersetzt. Also einmal hatten wir vorne halt, wie gesagt, den Buchteil zu den Jungfrauen aus Bumshausen von, da war es Dr. Martin Schmidt, und hinten halt der zweite Buchteil, also die zweite Hälfte des Booklets ist von Christoph N. Kellerbach zu der Dokumentation. Schöne Sache. Und das Produkt selber auch astrein, ja, hier keine Bewegung drin, hier ein bisschen, klar, muss sein, richtig dicker Rand, richtig, und hier der Umschlag, der Einband. Und ich muss auch sagen, so vom Bild her, richtig schön. Ein schönes Produkt mit einem, ja, wie gesagt, hervorragenden deutschen Film, der in keiner gut sortierten Filmsammlung fehlen darf. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Kackbratzen vom Wienerwald, auf den warte ich auch schon seit Jahrzehnten. Aber ja, ich befürchte mal, der wird nicht gedreht. Ja, das war's. Das Mediabook zu Die Jungfrauen von Bumshausen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und wenn ja, dann schreibt mir gern was in die Kommentare, lasst den Daumen da, abonniert den Kanal und so weiter und so fort. Und ja, das Review dazu gibt es dann demnächst auf blu-raydisc.de. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Infobox. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt geil, danke für die Aufmerksamkeit und seid schlau, schaut blau, euer Michael Speyer.